zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Wing Commander 4. Ja, nächste Mission und gucken wir mal, was so noch zu tun ist hier. Kalle? Lassen Sie hören. Ich übermittelte dem Admiral, was während der letzten Mission passiert ist, Sir. Er sagte, ein weiterer Konvoi sei jetzt unterwegs und sie würden neue Pläne ausarbeiten. Derselbe Einsatz, genau gesagt. Dann müssen wir also nochmal in die Blechbüchsen. Oh, Sie könnten auch einen anderen Auftrag wählen. Der Admiral will die Schiffswerft angreifen. Wir wissen von einigen konföderierten Piloten, dass sie überlaufen wollen. Aber sie brauchen Geleitschutz. Die erste Welle unserer Flotte wird einen Weg freiräumen. Unsere Aufgabe ist es, die Überläufer zur Intrepid zu eskortieren. Wie sollen wir die vom Feind unterscheiden? Könnten Sie gut gebrauchen. Colonel? Der Admiral ist der Ansicht, dass Sie entscheiden sollten, wo es dieses Mal am sinnvollsten ist, die Intrepid einzusetzen. Waffen einsammeln. Ja, wir sammeln die Waffen. Die Jäger sind nicht wichtig. Machen Sie die Einschleusungskapseln fertig. Ich halte nichts von unerledigten Sachen. Wir greifen den Konvoi an. Okay. Ja, die Konvoi-Mission ist deutlich schwieriger, aber da kommt was Nettes bei rum. Also erstmal Schiffskonfiguration. Wir können nur den Avenger nehmen, logischerweise. Starburst. Eignen sich ganz gut, wenn man viel Schaden auf große Entfernungen anrichten will. Aber der alte Pleiers muss noch ein bisschen an denen rumdoktern, bevor sie richtig nützlich sind. Ja, wir fliegen wieder mit dem vollen Satz Imrex, das muss genügen. Schiffskonfiguration. Nur ein Wingman, das ist ja scheiße. Gut, nämlich Fandler mit. Weil ihre Aggressivität ist ein bisschen, naja, nee, ach, ich weiß nicht, oder doch, Hawk. Schwer zu sagen, ja, ich probiere es mit Panther. Aber ich werde natürlich vorher speichern, das ist ganz klar, Augenblick. Und es geht los. Bin mal gespannt, ob ich mit Panther in der Lage bin, die ganzen Gegner, die da kommen, abzuknallen, mal gucken. Okay. Ach, schon wieder die Scheiße mit dem... mit der Geschwindigkeit. So. Wie schnell bin ich denn jetzt mit dem Ding? 350. Und sie, irgendwie hat sich nichts getan, oder? Obwohl ich gesagt habe, dass ich gerne mehr Raketen haben möchte. Gut, ist egal. Voll Guns. Synchronisieren. Panther. Und Autopilot. Los geht's. Target, Hellcat. Lösen und feuern! Ich ziehe los! Puh, okay, dann sehen wir mal zu, dass wir die Hellcat erstmal abschießen, ne? Und die hier zuerst. Weil schon gerade so viel schöner dran ist. Eigentlich sollte Panther nicht das Problem gegen die Hellcat haben. Ach komm, es ist die Rakete. Scheiße, hat er gedodged. Nee, hat er doch nicht gut. Oh oh. Target, Target, Hellcat. So, komm her. Das Schiff. So, zack, 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 zack. Immer noch nicht erwischt. Ach man, doof. Ah, komm schon. Nicht richtig. Diesmal schieße ich sie ganz normale Pläne auf normale Wege. Normale Wege, zu klein schießen. Oh, komm her. Komm schon. Target. Commander. Mein Ziel angreifen. Okay, komm her, Hellcat. Und lass Panther in Ruhe, ich brauch sie noch für den Rest dieser Mission. Du kommst den Tag nach Hause. So, komm her, das ist Hellcat.
Ja, jetzt ist gerade die Frage, welches Schiff muss ich attackieren? Ich glaube, den Kreuzer muss ich erst ausschalten, ne? Ich glaube, es war der Kreuzer. Und weg hier. Jetzt wieder ein bisschen Abstand. Ah, Leech 69%, da kann man sehen. So. So, dann leechen wir den auch nochmal eben. Kommunikation, Panther, Formation. Schnell mal eben abdrehen. So, jetzt bin ich natürlich schon beschädigt. Das ist doch doof, aber nichts ändern. Und auf den ich schon mal eben zu Ende. So, geht doch. So, jetzt Target, Cruiser, MIPS. Ich hoffe, das war das richtige Ziel. Und nicht der Transporter. So, gehen wir wieder auf die richtigen Guns. Und ich guck mal eben nach, ob ich wirklich das richtige Ziel genommen habe. Ja, habe ich. Scheiße. Halten Sie mir den Feind vom Leib, während ich arbeite. Jo. Panther. Lösen und feuern! Ich ziehe los! Da ist erstmal ein Hellcat Ace, das sofort weg muss. Bevor es mir wie mir wieder ungefährlich werden kann. Und deswegen machen wir das auf diese Art und Weise. Boom, weg ist es. Jetzt haben wir noch eine normale Hellcat hier. Um die ich mich kümmern muss. Ich hoffe, Panther übersteht das. So, Hellcat, wo bist du? Da. Komm her. Shit, drop. Okay, egal, flieg noch ein bisschen heran. Nur nicht zu dicht dran. Das Ding wird das Ding auf jeden Fall. Gehören sie alle uns, Karl. Das Flottenkommando lässt die Dinge abholen und wir starten die Kapsel. Also sammeln sie uns eins für. Ja, ja, gleich. Ich muss bauen wir endlich ab. Ich muss mir eben noch so eine dämliche Hellcat erledigen. Komm her. Los, komm schon. So, schneller. Aber nicht rammen, denn ich brauche gleich noch meine Energie. Naja, die ich, kann mich nicht schädigen lassen. So. Jetzt mal gucken, was passiert jetzt. Kommt noch was? Weil ich möchte ja ungern... Target. Achso, jetzt ist Smart Targeting disable. Zack. Ja. Die geben mir sogar Schadensmeldung, krass. Ja, jetzt muss ich Decker. Super. Decker, da ist er doch. So. Ach, das sind sogar alle vier. Okay, sehr schön. Schub rein. Jetzt muss ich die Jungs nur noch einsammeln. Das mache ich mir eben kurz und ich melde mich gleich wieder, sobald das erledigt ist. Bis gleich. Colonel, ich habe eine wichtige Nachricht. Ein ungewöhnliches Konföderiertenschiff befindet sich ganz in Ihrer Nähe.
An Bord dieses Schiffes ist eine Ladung, die uns großen Schaden zufügen könnte. Es ist notwendig, dass Sie dieses Schiff aufhalten und übernehmen. Ich wiederhole, halten Sie es auf. Zerstören Sie es nicht. Wir wollen unbedingt wissen, was auf dem Schiff ist. Sie bekommen eine neue Navigationskarte. Boss, wir sind jetzt zur Einschleusung bereit. Ich will wissen, was drin ist in dem Ding. Na super, das muss ich mit meinem beschädigten Schiff machen. Ich bin begeistert. Okay, weiter geht's.